Freunde! Yo, 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 yo! Wir gucken, damals war alles besser von Wes Vinn. Ich habe diesen Namen niemals richtig ausgesprochen. WTF. Alter, das Video wurde mir wirklich 9000 Mal gelinkt. Ich habe mehr Geld verdient, glaube ich, als der Atze das gemacht hat. Und das erhöhen wir jetzt auch noch, indem wir diese Reaction hier machen. In dem Sinne, Freunde, let's go! Damals war alles besser. Ein Satz, den wir alle schon mindestens einmal von unseren Großeltern gehört haben. Die diesen wiederum schon mindestens einmal von ihren Großeltern gehört haben und die diesen ebenfalls von ihren Großeltern gehört haben. Mhm. Aber stimmt das? War damals alles besser? Boah! Alter, right in the fields! Stell dir mal vor, du schläfst eines Tages ein und wachst in der Prime deiner Kindheit auf. Wir schreiben die frühen 2000er. Deine einzigen Sorgen sind die Hausaufgaben und du hast mehr Freizeit, als du dir heutzutage je erträumen könntest. Natürlich existiert der Teppich in deinem Zimmer und jeden Morgen nach dem Aufstehen bewunderst du deine enorme Lego-Sammlung beim Vorbeigehen. Mm. Im Badezimmer wartet deine bunte Zahnbürstenstation mit integrierter Sanduhr auf dich. Natürlich drehst du diese... Oh, nee, sowas hatte ich nicht. Nee, da muss ich sagen, da bin ich raus. Hatte eine normale Zahnbürste, aber auch eine Sanduhr. Digga, Sanduhr beim Zähneputzen. Müsste man sich eigentlich wiederholen, ne? Müsste man eigentlich hingehen und sich einfach wiederholen, Bro. Ich hab da so eine elektrische, die mitzählt, aber einfach fürs Feeling so eine Sanduhr umdrehen wäre geil. Real Talk. Das wäre ehrlich cool, Mann. Sie nur um sie dann nach ein paar Sekunden wieder zurückzudrehen und wichtige Sekunden zu sparen. Ich habe mich selbst verarscht. Der Rucksack von Scout darf ebenfalls nicht fehlen. Auf dem Weg zum Schulbus bemerkst du, dass du deinen Monsterball, der vermutlich heutzutage wegen der Inhaltsstoffe verboten ist, immer noch nicht aufgegessen hast und holst diesen raus. Aber warte mal. Heute ist Spielzeugtag. Du gehst zurück und fragst dich, welches Spielzeug die anderen Kinder wohl am neidischsten machen und entscheidest dich für den Lego Boba Fett. Der hat sogar bedruckte Arme. Und nachdem du mal wieder viel zu lange auf den Bus gewartet hast, steigst du ein. Im Bus angekommen, analysierst du die Situation und erkennst direkt die klassischen Gruppierungen. Im hintersten Teil sitzen die coolen Kinder. Sie fallen besonders durch lautes Rumgeschrei, coole Sitzpositionen und lautes Abspielen von Musik auf. Außerdem hat einer von ihnen offensichtlich einen iPod Touch, auf welchem er gerade im Bus Angry Birds spielt. Alter, iPod Touch. Bro, ich weiß noch, Tammy hatte, glaube ich, er hatte ein Handy und einen iPod Touch. Digga, du hattest einfach zwei verfickte Geräte, Mann. Bro, kranke Scheiße. Scheiß Spiel. Er muss ziemlich cool sein. Ein anderer verzichtet sogar ganz auf seinen Sitzplatz und sitzt nur auf der Erhöhung. Doppelt cool. Jetzt reicht's mir! Davor sitzen die Mädchen. Sie sind gerade entweder am Schwärmen oder am Lästern, aber sie versuchen möglichst nah bei den coolen Kindern zu bleiben, um Präsenz zu zeigen. Die restlichen Plätze sind gefüllt mit Kindern, die entweder ihre Ruhe haben wollen oder Duos, die gerade eine ausführliche Analyse der gestrigen Folge von Star Wars The Clone Wars aufstellen. Oh. Da bin ich zu alt für. Da bin ich ein Old Frog. Das habe ich nicht geguckt. Das lief noch nicht, als ich jung war. Oh, und da ist das Kind mit der Brille und dem Pflaster auf dem Auge. Ganz vorne haben auch zwei Kids die Premium-Plätze ergattert. Sie fahren praktisch aus der POV des Busfahrers. Und du bist ziemlich neidisch. Der Bus hält an. Nein. Niemand war neidisch auf diese Leute vorne rechts, Bro. Das waren immer die komischen, Bro. Da saßen nie die Leute, auf die man neidisch war. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich einmal dachte, ich war neidisch. Mein Go-To-Platz im Bus, Bro, war hinter dem Busfahrer. Direkt hinter dem Busfahrer. Da habe ich gesessen, Bro. Most of the time. Ich weiß nicht genau, warum, weil da siehst du legit gar nichts. Übelst der Scheißplatz. Aber da habe ich immer gesessen. Immer da. Das ist der Opferplatz. Ja, anscheinend. I don't know. Dann und alle steigen aus. Direkt wird klar, dass dieser Junge da vorne ein Trendsetter ist. Während du mit deinen Freunden zu Fuß in die Schule gehen musst, fährt er mit seinen neuen Heelys einfach an dir vorbei und hat sich hingelegt. In der Schule angekommen, setzt du dich auf deinen Platz und veranstaltest erstmal ein Unboxing deines Pausenbrots. Mist, das sieht aus wie das gesunde Brot, aber wenigstens ist Nutella drauf. Da du dein Mäppchen vergessen hast, musst du deinen Sitznachbar nach einem Stift fragen. In 50% der Fällen erhältst du jetzt einen zerkauten Bleistift und in den anderen 50%. Bruder, diese Wichser, Alter, die immer ihre verfickten Bleistifte gekaut haben. Was ist mit euch, Mann? Seid ihr irgendwie komisch? Oh, Mann, ey. Immer oben so dieses, da war immer so dieses Metallding, was den Radiergummi zum Stift so mäßig verbunden hat. Alter, war immer verbeult, die Scheiße. Immer verbeult, weil irgendwer drauf rumgekaut hat, Alter. 50% diesen blauen Wunderstift. Der Unterricht geht los und der Lehrer rollt den Overhead-Projektor aus der Nachkriegszeit rein. Er ist ein Jedi. Heute gucken wir Harry Potter und achten auf die Musik. Es ist dieser eine Musiklehrer, der jedes Mal einen Film abspielt. Glück gehabt. Nachdem die erste Stunde also vorüber ist, geht es weiter mit Englisch. Du holst deine rote Mappe raus und die Lehrerin fragt dich nach... Bro, Englisch ist gelb. What the fuck? Im Datum. Es ist der 24. des Monats, Digga. Was diese Frage um einiges erschwert. Und in deinem Kopf klappt... Digga, what the fuck, Mann. Mathe ist blau, Deutsch ist rot und Englisch ist gelb, okay? Wegen mir können wir Englisch und Deutsch tauschen. Wegen mir Deutsch gelb und Englisch rot. Okay. Aber Mathe muss blau sein. Digga, Mathe ist blau. Es ist mir scheißegal, alles andere macht keinen Sinn. Mathe ist blau.
Gar nichts mehr. Jetzt ist es Zeit für eine Hörspielaufgabe. Da das Radio jedoch ebenfalls aus der Nachkriegszeit ist... Cool, das benutze ich in 50 Jahren. Du kommst in der letzten Reihe kaum was mit. Listening Part 1. Winter is coming. Well, the demolishers, we had to go anyway. I don't want your choice to matter. Während deine Gedanken schon wieder abschweifen, ertönt auf einmal die Pausenglocke. Du gehst raus und der Pausenhof sieht aus wie die Fortnite Pregame Lobby. Ein Junge performt gerade die krassesten Tricks mit dem Diablo und der andere flippt seinen Toro Flickenblick. Du bist voll Togo! Oh, und da drüben hat einer eine Rolle Huba Buba rausgeholt und ich. Digga, Huba Buba, Mann, Alter, wirklich 10 Sekunden gekaut und die Scheiße hat noch nichts mehr geschmeckt, aber Legende. Spüre, dass es ein Kanon-Event ist, einfach reinzubeißen. Und er hat's getan. Alter, da gab's diese sauren blauen. Du gehst zur Tischtennisplatte und schaust, was die Tauschbörse heute zu bieten. No joke. Habt ihr jemals an dieser Tischtennisplatte auf dem Schulhof jemanden zocken sehen? Bruder, also jemanden wirklich zocken sehen mit Tischtennisschlägern? Ja. Weil, Bro, bei uns war immer so. Keiner hatte Schläger, aber irgendwann hat einer angefangen, so einen kleinen Ball mitzubringen. Und dann haben wir immer die gute alte Handkeule wurde da immer gezockt, Junge. Immer schön den hier. Immer den. Oder mit Handy, Digga, dann später. Immer so. Oder mit Handy. Oh Mann, Alter, so eine Scheiße. Digga, immer, ich weiß nicht, wie der korrekte Begriff ist. Ich kenne das unter Chinesisch, dass man quasi im Kreis läuft um die Tischtennisplatte. Bro, Legend. Rundlauf, ja, oder so. Die einen bieten ihre doppelten Star Wars Match Attacks Karten an. Jedi Master Yoda. Obi-Wan Kenobi. Anakin Skywalker. Und die anderen versuchen dich mit Panini-Karten zu locken. Nein, Mann. Chief. Fucking Yu-Gi-Oh! Und Beyblade. Bro, das ist für Leute gemacht, die so alt sind wie ihr, Chad. Die so 14 Jahre alt sind, Bro. Oder 8. So. Ich glaube, so 18 bis 20. Ich glaube, ich habe viele Sachen, die hier gerade genannt werden, so ganz knapp verpasst. Voll interessant. Will hier sogar tatsächlich jemand die WWF-Sticker von Rewe andrehen, aber du bleibst kalt. Bis dich auf einmal dieser eine Junge anspricht, weil er deinen Lego Boba Fett gesehen hat. Er bietet dir seinen Customized Clone Trooper der 501. an, wobei Customized dafür steht, dass er ihn mit Edding Blau angemalt hat. Und du kannst einfach nicht widerstehen. Dein Lego Boba Fett ist jetzt weg, aber der wird bestimmt eh nie was wert sein. Ja, die Tauschgeschäfte damals waren echt ehrenlos. I like to think it's because he knew we'd never back down. We'd never give up. Never back down, never what? Im Augenwinkel siehst du noch, wie zwei Kinder gerade ihre Ninjago-Spinner aufeinander losgehen lassen. Und du kannst einfach nicht wegsehen. Es ist so spannend, wer gewinnt. Was ist das? Das habe ich noch nie gesehen. Kennt ihr das? Oh. Der eine Ninja ist ab. Digga, es gibt Ninjago Beyblades? Abgegangen. Auf dem Weg zurück ins Gebäude läufst du an den Wrestling-Chips-Kindern vorbei, die zufälligerweise direkt neben den Go-Go-Crazy-Bones-Kindern sitzen. Alter, hey. Das kenne ich alles nicht, what the fuck. Der Junge mit dem Pflaster auf dem Auge hat die goldene Capri-Sonne. Du bewegst dich langsam wieder Richtung Eingang, als er einmal deinen Crush ein selbstgemachtes Loom-Armband schenkt. Das war Boah, das war krass! Das war krass. Holy shit. Das war hart. Und Scooby-Doo-Bänder. Junge. Du bewegst dich langsam wieder Richtung Eingang, als ihr auf einmal deinen Crush ein selbstgemachtes Loom-Armband schenkt. Das war bestimmt viel Arbeit. Und ich hoffe, es wird sich nicht beim nächsten Urlaub auflösen. Boah, und mehr Alter, die ist scheiße geil. What the fuck. Schwinden. Ein genauer Blick auf ihre Freundesgruppe lässt klar werden... Warte mal. Das geht um Grundschule oder so, ne? Warte mal. Wie komme ich aus der Nummer jetzt wieder raus? Die ist... übertrieben geil gekleidet, würde ich sagen. Mein Mikrofon hat weggecuttet. Die ist übertrieben geil gekleidet. Die hat einfach einen coolen Style für ihr Alter schon, würde ich sagen. Saved. Dass auch hier Trends existieren. Anders als bei den Jungs auf der Tischtennisplatte werden hier Silly Bands getauscht. Scheinbar ist dieses Glitzern da vorne besonders wertvoll und scheinbar existieren sie in jeglicher Form. Kenn ich nicht. Im Schulgebäude angekommen, bemerkst du auf einmal einen lauten Knall. Der Dragonoid von dem Kind da vorne ist auf der Metallkante nicht aufgegangen und er musste ihn fest auf den Boden schmeißen. Wie ärgerlich. Auf dem Weg zur Treppe bemerkst du, dass hier zwei Babys... Ah, okay, aber das kennen ultra viele Leute anscheinend. Krass. Ey, sag mal, dieses Ding, was da gerade auf den Boden geworfen wurde, ja? Für die Leute, die das kennen, sag mal, wie alt ihr jetzt seid. Bitte, das würde mich wirklich sehr interessieren. Gibt es Leute in meinem Alter, die das kennen? Okay, schon ein bisschen jünger. Okay. Also ich sehe so, das Älteste ist so 25. Aber das schreiben wirklich nur, bist alt, Fettsack. Bro, warum bleibt der Chat genau da stehen, wo nur Zahlen sind und einer schreibt hier rein, bist alt, Fettsack? Was ist das für eine Scheiße, Mann? Nun bist du aber endlich im Klassenraum angekommen. Aber du bist nicht alleine. Während die Pause noch voll im Gange ist, sind einige Leseratten wohl oben geblieben. Der Junge da vorne liest scheinbar gerade Gregs Tagebuch und das Mädchen daneben Warriors Cats. Aber was ist das? Eines der Kinder holt auf einmal ein Buch raus, was auf alle anderen wie eine Blendgranate wirkt. Es ist das grüne Guinness-Buch der Rekorde. Alter, WTF. Junge, Weltrekorde waren so cool als Kind. Also ich meine, es ist immer noch cool, verstehe mich nicht falsch, aber so...
Alter, das war so ein geil, Alter, krass, das hätte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber das war wirklich big damals. Alle Kids im Umfeld hypnotisiert und bewundern die Rekorde. Der will nur spielen. Krasse Oma. Sieht gar nicht scheiße aus. 50 Löffel und den 51. gibt er ab. Kurz bevor es weitergeht, kommt noch der Kakaodienst vorbei und stellt dir den wohlverdienten Kakao auf den Tisch. Jetzt ist da habe ich letztens mit Felix drüber gesprochen. Bei uns gab es, ich weiß nicht, ob Basti das kennt, vielleicht ist der ein oder andere Brandenburger hier oder vielleicht gab es auch außerhalb von Brandenburg. Bei uns gab es Joe Clever. Das sieht jetzt mega scheiße aus. Früher sah das aber so aus. Digga. What the fuck, Alter? Das gab's bei uns in der Schule, Mann. Ja, das ist kranke Scheiße gewesen, Mann. Das war wirklich sehr lecker. Mathe an der Reihe. Du holst deine blaue Mappe heraus und fängst an zu rechnen. Alles ist easy, ja, bis Mann, du Mathe einmal über die erste Textaufgabe stolperst. Lukas' Mutter hat 300 Äpfel gekauft, sein Vater 200 Birnen. Wie alt ist seine Katze? Der Tag endet zu guter Letzt mit Sport, aber die Bänke stehen im Weg. Die Lehrerin braucht also ein paar starke Jungs und du bist natürlich sofort zur Stelle. Nachdem du deine Stärke also bewiesen hast, geht es los. Ich bin enttäuscht, wenn jetzt nicht gleich der Mattenwagen vorkommt, sag ich euch so, wie es ist, Mann. Wenn jetzt nicht gleich der verfickte Mattenwagen hier vorkommt, dann bin ich sauer. Starke Jungs und du bist natürlich sofort zur Stelle. Nachdem du deine Stärke also bewiesen hast, geht es los mit Fangen. Es wird jedoch relativ schnell klar, dass hier etwas nicht mit gerechten Dingen zugeht. Teamen wir? Da einige Schüler scheinbar Allianzen gegründet haben, in denen sie sich bewusst nicht gegenseitig fangen. Aber was soll's. Dann holt die Lehrerin diese bunte Oh mein Gott! Das Ding war der Hammer! Plane raus und ihr macht, was man auch immer mit dieser Plane gemacht hat. Hier sind wir Ball. Vor allem sicher! Wir haben die Nein, immer Ball oben drauf gehabt. Kinder gefunden. Sie sind unter einer Plane. Yo, einfach Winston-Schild. Keine Chance, Rückzug! Nach dem Sportunterricht sind deine Gedanken wieder komplett frei und du hoffst, dass deine Mutter mit dir zu McDonald's fährt. Du fragst deinen Freund, ob du sie anrufen kannst und er gibt dir seinen Samsung Galaxy S. Sie sagt ja. Während über die gesamte... Nee, Mann, Alter, das war bei mir schon ein iPhone damals, ja. Fahrt im Auto, die ohrenbetäubendste Musik in Dauerschleife läuft, bist du gedanklich nur bei deinem Spielzeug aus dem Happy. Der Kindersitz hier hinten, Bro. Der Kindersitz von Cars, Alter. Ey, Mann, Kindersitze. Digga, so Larry-Shit, ey. Dort angekommen, musst du eine Entscheidung treffen. Ein Happy Meal. Und welches Spielzeug? Oh mein Gott, Schlimmste. Oh mein Gott, diese Radios. Du entscheidest dich für das Radio. Und über die gesamte Rückfahrt läuft jetzt ein 20-sekündiger Ausschnitt von einem Lied, bei dem du vermutlich nicht mal den Text verstehst. Zu Hause angekommen, verschlingst du dein Happy Meal auf diesen Tellern und gehst danach in dein Zimmer, um deine Zeit den wichtigen Dingen zu widmen. Aber auf einmal klingelt es. Es ist dein Freund und er fordert dich mit seinem ausfahrbaren Lichtschwert zu einem Duell heraus. Boah. Die Geräusche, Digga. Yo. Okay, Bro. Mein Arm! Spaß. Scherzkeks. Nach einem gelungenen Kampf holt er auf einmal das Lego-Heft aus seinem Rucksack. Und über die nächste halbe Stunde verliert ihr euch in den kommenden Lego-Produkten. Boah. Ja, das check ich auch. Haben wir nicht so oft gemacht, aber es kam auch mir vor. Alter, daraufhin machst du dich mit ihm auf den Weg ins Zimmer. Natürlich. Junge, meine Kinder, egal was da rauskommt, okay? Wenn da junge Mädchen, ganz egal was da spawnt, alright? Dieses Ding, okay? Was irgendwie ein Stück weit aus mir entstanden ist, so mäßig, wird Lego spielen, okay? Es wird passieren, es ist mir egal. Es wird Lego spielen. Ich werde diesem Kind nichts aufzwingen, was es nicht machen will, außer fucking Lego, Mann. Lego muss das Kind spielen. Da gibt's kein Wenn und Aber. Lego wird gespielt, Mann, verdammte Scheiße. Natürlich guckst du mit dem YouTube. Oh mein Gott, Alter, dieses YouTube-Logo, dieser Fernseher. YTT gerade ein neues Video veröffentlicht hat. Es klingelt erneut und nachdem die Eltern noch ein bisschen gequatscht haben, wird er abgeholt. Du gehst zurück in dein Zimmer und... Ey, kurze Frage, ne? YTT war schon so ein Allmann-Ding, oder? Ich glaube, die türkischen Brüder und Schwestern hier zum Beispiel oder was auch immer ihr für Landsmann, Landsfrau seid, ihr habt das nicht geguckt, oder? Das haben nur die deutschen Pauls und Max geguckt. Die Kevins, die Pauls, die Max. Und siehst den Nintendo DS auf deinem Bett liegen. Aber in dem DS steckt noch die R4-Karte, die du entweder im Urlaub gekauft oder von einem Familienmitglied geschenkt bekommen hast. Boah, die Auswahl der Spiele ist einfach... Digga, ich hab die noch, ich hab davon zwei gehabt einfach, warum auch immer. Ich hatte zwei einfach. Zu groß. Du startest Scribblenauts Adventure und bekommst die Aufgabe, ein neues Auslöschungsereignis ohne Waffen und Asteroiden das zu verursachen. Probieren wir es doch mal mit einer Atombombe. Tactical Nuke incoming! Was zum Fick ist das?
Oh wow, du hast tatsächlich ein Achievement dafür bekommen. Nach dem begangenen Kriegsverbrechen wechselst du auf die Sims 2. Krasse Grafik. Bro, das hat keiner... Hier bist du zu weit in die Wüste gelaufen und schaltest deshalb auch das ab. Ein beruhigendes Spiel muss her. Animal Crossing. Mist, du hast vergessen zu speichern und Resetti fängt an, dich aufs Übelste zu demütigen. Resetti, der Nutten, Alter. No joke, dieser Wichser. Ich bin so doof. Etwas komplett anderes muss her. Wie wär's mit Rhythm Paradise? Ja, das hört sich gut an. Auch ein Spiel, bei dem man einfach einen Rhythmus... Alter, ich will, dass da jetzt dieses Dr. Kawashimas Gehirnjoggen kommt, weil das ist das Nummer 1 Game auf Nintendo DS, Bro. Der Shit ist goated. Junge, what the fuck. Und Nintendogs, ja man, die beiden, holy shit. Folgen muss. Auf einmal ruft dich deine Mutter und du musst sie zum Einkaufen begleiten. Aber zum Glück darfst du dein Nintendo DS mitnehmen. Im Auto antwortest du also nur so halbwegs auf ihre Fragen, da du in Rhythm Paradise gerade einen neuen Rekord aufstellst. Bei Aldi angekommen, Nintendo geh dir gemeinsam DS rein war und du verlierst, so eine gute Konsole. Sonst bekommst du Panik. Mama? Ne. Jedoch spawnt sie daraufhin wieder hinter der nächsten Theke. Um den maximalen Mehrwert aus dem Trip zu holen, fragst du schlussendlich nach einem Ü-Ei. Und sie erlaubt es. Oh mein Gott, Alter. Das ist das Beste. Manchmal bringt mir Marshall vom Einkaufen auch ein Ü-Ei mit. Das ist toll. Das ist wirklich toll. Die an der Kasse wartest, fällt dir auf einmal ein, dass sie noch was vergessen hat. Und du beobachtest, wie die Kassiererin ein Produkt nach dem anderen scannt und der Einkauf auf dem Band immer weniger und weniger wird. Schlussendlich kommt deine Mutter doch noch rechtzeitig und bewahrt dich vor, was auch immer passiert wäre, wenn sie nicht gekommen wäre. Nach dem Einkaufen machst du dann dein Ü-Ei auf. Und die Schale vom Inhalt ist dunkelorange. Das heißt nur Gutes. Du öffnest es. Oh ja, war das ein Unterschied? War das ein Unterschied, ob das dunkelorange war oder gelb? Das wusste ich nicht, what the fuck? Und drin ist ein Happy Hippo Django Fett. Cooler Alter! Junge, diese Happy Hippo, oh mein Gott. Ey, also man muss wirklich sagen, ich liebe Kinderschokolade. Okay, wirklich, das ist meine Favorite Schokolade, hundertprozentig. Aber, also die Spielzeuge sind mega scheiße geworden teilweise. Bruder, wie oft man das aufmacht. Also klar, wir sind jetzt auch älter geworden, ne? Natürlich freue ich mich jetzt nicht mehr mega krass über ein Spielzeug. Aber überleg mal, so eine Hippo Boba Fett, wie viel cooler, Alter. Also, wisst ihr, was ich meine? Das ist so richtig so Sammelshit. So, jetzt hast du so, ja, so Beyblade aus Pappe oder so. Ja, okay. Und jetzt so, drehst du zweimal, das Ding fällt auseinander und dann knallst du es im Müll halt. So, keine Ahnung, Alter. Mega komisch. Der nächsten 20 Minuten nicht mehr besonders spannend. Happy Hippo Django Fett. Coole Ausbeute. Jedoch innerhalb der nächsten 20 Minuten nicht mehr besonders spannend. Immer. Zu Hause angekommen, machst du den Fernseher an und siehst, dass auf Super RTL aktuell Cosmo und Wanda, danach SpongeBob und dann Obi und die Kakerlakenbande läuft. Nein, Mann, das war die größte Scheiße. Wirklich, das macht für mich, da bricht wirklich eine Welt für mich zusammen, dass Leute das gefeiert haben. Bei Gott, WTF, was eine Scheißsendung, Mann. Setz dich kurz vor den Fernseher und entspannst ein wenig. Ach, diese verfickte Scheiße. Mist, Werbung. Jetzt kommt Werbung. Obwohl, eigentlich gar nicht so schlimm. Nächsten Samstag bei Clone Wars. Wow. Hey. Alter. Es gibt wirklich wenig, was mir so viel Nostalgie-Kicks gibt, wie Super-RTL-Werbung von früher. Bro, ich hab mal mit Stream 30 Minuten lang Werbung geguckt von früher. Bro, krank. Das ist wirklich heftig, Mann. Alter, hat immer abgefuckt früher, aber holy shit, wie geil. Von Lego Star Wars. Animal Crossing Wild World. Pokémon-Sammelkartenspiel Platin Arceus. Ab jetzt im Handel. Beyblade Metal Masters. Der Wettkampf kann beginnen. Beyblade, let it rip. Das Video ist wirklich sehr gut, was wir gerade gucken. Ich verstehe, warum mir das so viele Leute gelingt haben. Geiles Video, Mann. Sehr, 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 sehr gut. Sehr, sehr gutes Storytelling, Mann. Danach wirfst du einen Blick auf deine Lego-Uhr und bemerkst, dass 19 Uhr ist. Das heißt, du darfst jetzt eine Stunde an die richtigen Geräte. Du fängst also am PC an und loggst dich erstmal auf Habbo ein. Eine deiner virtuellen Freundinnen soll schließlich nicht denken, dir sei was passiert. Das habe ich nie gespielt. Da war Dominik Big drin. Dominik hat immer über Handy aufgeladen, über den Festnetz-Account von seinem Vater da. Und hat da irgendwie mehrere hundert Euro, ich glaube, sein Vater meinte wie 500 Euro insgesamt oder so reingeblowt in Habbo. Dominik hat am Ende einen Raum mit Geldsäcken, wo er mal die Bitches eingeladen hat. Hast du mich betrogen? Ich war auf Geschäftsreise. Glaub mir doch. Okay, Ili. Thanks. Danach machst du einen weiteren Exkurs zu Panfu. Denn auch deine virtuellen Panda-Freundinnen... Wo warst du? ...sollen nicht denken, dir sei was passiert. Geschäftsreise. Um auch mal ein bisschen zu entspannen, startest du daraufhin Age of War. Alter, und reist gegen einen schlechten Bot einmal durch die ganze Evolution.
Das kenne ich auch nicht. Alter, was? Ein weiterer Blick auf die Uhr bestätigt dir, dass du die ersten 30 Minuten... Pass auf, ich sage euch, was für mich Kindheit ist. Diese zwei Wichser. Alter. Fucking Fireboy und Watergirl. Boah. Das war krass. Gut genutzt. Das war krass, Mann. Ein weiterer Blick auf die Uhr bestätigt dir, dass du die ersten 30 Minuten gut genutzt hast. Jedoch besitzt du auch noch die Wii. Als erstes schaust du, was deine fiktiven Mii so treiben und, oh, dein Anakin Mii für Böses im Schilde. Danach startest du Wii Sports Resorts und wirst im Unlimited-Schwertkampf-Modus zu einem wahren Jedi. Aber auch das ist nur für ein paar Minuten lustig. Du startest also Mario Kart und bereitest das komplette Link-Setting vor, nur um dann nach einer Runde auch keinen Bock mehr darauf zu haben. Deine Mutter hat auch außerdem das neue iPhone 4. Mist, auf dem iPhone gibt's nur die Lite-Version von meinem... Oh mein Gott. Digga, Alter. Das war alles so geil, ne? Fucking Temple Run, Bro. Fruit Ninja. Junge, wie lange ich Fruit Ninja gespielt habe. Tiny Wings, Alter. Tiny Wings. Ich glaube, das Tiny Wings hatten gar nicht so viele Leute auf dem Schirm, oder? War Tiny Wings so mega, mega, mega verbreitet? Digga, Tiny Wings war mein Favorite Game, glaube ich. Alter, das war so geil. Man musste da so im richtigen Moment, musste man so drücken. Und dann ging dieser Vogel so runter, man musste den so perfekt in so eine, da waren so, der Boden war so wellig und man musste den so perfekt so dippen, dass er dann so wieder reinslidet und weiterfliegen kann. Digga, das war so, oh, geil, wirklich. Minecraft. Alter, und, oh mein Gott, und, es gab sowas, oh fuck, wie hieß das? Das war wie Doodle Jump, aber von einer anderen Company, die hatten noch ein anderes erfolgreiches Spiel. Deine Mutter hat auch außerdem das neue iPhone 4, Mist. Mega Jump, oh mein Gott, Mega Jump. Digga, das war noch geiler. Das habe ich auch tot gesungen. Bro. Und Froggy Jump haben wir auch krass gesuchtet. Kennt irgendwer Froggy Jump, Alter? Original. Auf dem iPhone gibt's nur die Lite-Version von Minecraft und es mit 10 Blöcken zu spielen, macht einfach keinen Spaß. 70 Millionen. Aber Doodle Jump, das geht. Um die letzten Minuten bestmöglich zu nutzen, schaust du nochmal auf der PS2 in Lego Star Wars die komplette Saga rein. Und landest ein paar krasse Kombos in Tony Hawk. Aber warte mal, in dem Büro von deinem Vater steht die nagelneue PlayStation 3. Ich frag mich, was für Spiele drauf sind. Und, oh shit, GTA 5, Modern Warfare 3, ja, Black Ops 2 und Scape. Du weißt, dass du viel über die Spiele weißt, nicht weil du von gespielt. YouTube schon damals mehr Ahnung als deine Eltern hattest. Tod 1 von Triple. Aber ist es jetzt wirklich schlau? Digga, ich hab schon erkannt am Gameplay, dass Tod 1 von Triple kommt. Junge, ich hab's schon direkt gesehen. Du weißt, weil du von YouTube schon damals mehr Ahnung als deine Eltern hattest. Wirklich. Ich hab den Clip so spät erst kennengelernt, ne? Ich glaube, ich kenne den erst seit 5 Jahren oder so. Bro, so ein guter Clip, what the fuck. Gate 3. Du weißt, dass du viel über die Spiele weißt, weil du von YouTube schon damals mehr Ahnung als deine Eltern hattest. Vor 3 Jahren. Tod 1 von Triple. Aber ist es jetzt wirklich schlau, da reinzuschauen? Tod 1 von Triple. Krieg entspringt aus Täuschung. Die Spielzeit ist jetzt um und die Primetime beginnt. Wohlwissend, dass du gerade die Erwachsenen-Serien wie Hotel Zack & Cody oder die Zauberer von Waverly Place verpasst hast, ertönt aus dem Fernseher auf einmal ein Sound, der dich sofort jegliche Konsole abschalten lässt. Star Wars. Auch nicht geguckt. Nachdem du dem weisen Zitat am Anfang aufmerksam zugehört hast, es ist das Streben nach Ehre, das uns ehrenwert macht, beginnen für dich ab jetzt 45 Minuten pur. War immer am Anfang der Folge immer so ein Zitat oder was? War das immer ein unterschiedliches? Unterhaltung. Nach diesem bist du jedoch ziemlich müde. Und während der Moderator von Upsi... Der Wichser, wie ist der nochmal? Danny Klose? Ja, ne? Danny Klose, Digga, was macht der? Vor allem, die haben es doch eiwertig hinbekommen, Bro, die Kamera farblich so anzupassen, dass er nicht aussieht wie ein Knecht. 200 Euro fragt, ob das ein Luftballon oder eine Bohrmaschine ist, fällst du langsam in einen tiefen Schlaf. Meistens bist du nach diesem wie von Zauberhand in deinem Bett aufgewacht. Jedoch ist es diesmal anders. Du wachst auf und bist wieder im Hier und Jetzt. Die gesamte Reise war ein Traum an vergessene und bessere Tage. DS Light, what the fuck? Boah. Junge. Alter, Mann, Bro, diese Gomme HD Prime-Zeiten einfach, also der Gomme HD Server Prime. Alter, what the fuck, das war so geil. Alter, Gomme HD eingeloggt, Ender Games, Junge. What the fuck.
Abonniert mich. Ich hab nur ein Ziel. Ja, mach ich. Ja, Mann, das ist ein geiles Video. Real Talk, sehr, sehr gutes Video. What the fuck? Geil. Geil, geil. Ey, ich link euch, der Bruder ist noch nicht so groß, Mann. Das war ein sehr gutes Video, what the fuck. Falls ihr auch abonnieren wollt. Geil, Bruder. Ey, vielen, vielen Dank, Mann. Vielen, vielen Dank, Mann. Wow. Alter, das war eine richtige Reise hier, die wir geguckt haben. Das war übelst geil. What the fuck?